Fallensperre, ja. Ja, hier ist ja so einiges los gewesen. Ich kann noch mal gucken, ob ich einiges hier vielleicht noch fotografieren kann. Aber ich glaube es fast nicht. Die nicht. Die nicht, die habe ich ja schon fotografiert gehabt. Den auch nicht. Ja, und hier oben anscheinend auch kein mehr. Ja, ist okay. Ist okay. Die Tetzpleißer. Was haben wir hier noch in der Ecke? Nichts. Dann geht es jetzt hier einfach nur wunderbar nach oben. Vielleicht ist hier noch was drin. Mm-mm. Nope. Eieieiei. Was ist das? Eine Türsteuerung, die ich hacken muss? Oder ist es einfach nur mein Ziel? Hier oben haben sie sich hier gegenseitig Nettigkeiten an den Kopf geworfen. Ich habe gerade ja versehentlich ein paar schwere Nieten verschossen. Deswegen ist das ganz gut, dass ich hier neue aufnehmen kann. Also mir gefällt es hier optisch gerade besser als das vorherige Gebiet. Bandagen brauche ich nicht, Ach ja, okay. Gib mir noch ein bisschen mehr Munition. Hängt hier vielleicht auch noch irgendwo was so an den Säulen, was ich mir irgendwie so runterziehen kann? Ach, guck mal, da ist vielleicht auch noch irgendwas Cooles drin. Oder ich komme da selbst vielleicht auch noch hin. Das wäre auch schön. Na, was haben wir denn da? Sekretärin, eine Tote. E-Bioscan starten. Initiiere Bioscan. Identifiziere Freigabelevel. Ah, hey. Identifiziert. Ja. Klinisches Versuchsobjekt. Ja. Klassifikation Protektor. Typenbezeichnung Delta. Status verstorben. Fehler. Status wird aktualisiert. Yeah. Bitte warten. Voll gut. Hä? Was soll das? Meine Sekretärin bürgt für dich? Delta, du bist einer von den alten Protektoren, was? Du bist ein gutes Produkt, Delta. Ein gutes Produkt. Für die Ewigkeit gebaut. Sieh jetzt nicht hin, aber ich glaube, einer deiner alten Kollegen will dir Hallo sagen. Oh. Scheiße, warum? Hat er eine Sister dabei? Nö, ne? Nimm das! Komm, stirb! Okay, das war nicht so sch... Oh, da, der lebt ja noch! Typenbezeichnung Delta. Status aktualisiert. Status aktiv. Danke. Zugang gewährt. Danke. Verdammte Hacke. Du hattest doch nichts mehr, Alpha-Serie. Gib mir alles, was du hast. Was ist das? Dein Granatwerfer. Dankeschön. Jetzt hast du hier irgendwelche Leichen durch die Gegend gestoßen, ha? Tja, also so sehe ich auch aus, ja? Alpha-Serie. Aber ich bin netter. Ich bin netter. Ehrlich, ich habe nur eine von den Granaten gehabt. Das ist natürlich nett. Also so um Haaresbreite, ja? Hallo, hier bin ich wieder. Ich wurde einer extrem hohen Dosis Adam ausgesetzt. Wenn Sie dies hören, habe ich die Sicherheitsvorkehrungen für diese Einrichtung bereits massiv hochgefahren. Sie, mein anonymer Freund, müssen diese Sicherheitsvorkehrungen umgehen und mich töten. Bitte glauben Sie mir, wenn ich selbst dazu in der Lage gewesen wäre... Wo wir gerade bei guten Neuigkeiten sind, Sie können die Aufnahme unter diesem Bildschirm dazu benutzen, die Stimmenscanner, auf die Sie stoßen werden, zu passieren und in das Sicherheitsbüro zu gelangen. Das Passwort ist Agnus D. Oha, okay.
Hier läuft's übrigens rein. Kann mal jemand hier wieder dicht machen? Ah, sehr schön. Ein Überlebenspaket, das ist ja fein. Agnus D. Alles klar. Er hat auf jeden Fall vorgesorgt. Das ist doch schön, das ist doch schön. Okay, was ist das, die Schrot... Shit. Er hat die Hand nur ganz komisch gezittert, okay. So, wir wollen hier einmal den Auto-Hack-Pfeil benutzen für den Safe. Schling. Auch wenn es nur ein ganz kleiner Safe war. Immerhin, immerhin. So, was haben wir da noch Schönes? Und die Personenmunition. Einen leeren Ascher. Wow. Fuck. Also ich habe nie gesehen, dass sich Rapture so weit erstreckt. Also wir scheinen ein bisschen ab vom Schlacht zu sein, ne? Wenn das da so weit hinten ist. Voll cool. Noch eine Eve-Spritze, super. Alles brauche ich nicht. Ja, da liegt noch was und im Safe ist, glaube ich, auch noch ein cool. Ein Verbandskasten. Aber macht ja nichts. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Agnus D. Zugang gewährt. Willkommen, Gil Alexander. Das habe ich gehört. Mein Konterfei und meine Stimme sind Firmeneigentum, Delta. Genau wie du. Zwing mich nicht, dich auszuschlachten, Freundchen. Okay. Er hat sich sehr verändert. Wir haben hier irgendwo Sicherheitskameras, ja? Wo? Da drin. Im Ernst, da drin? Ist dann... Wo ist die Sicherheitskamera? Hallo? Tatsächlich da drin. In Ordnung. So, nehmen wir erstmal die Leiche mit. Oh, Phosphorschrot. Stimmt, die Schrotflinte. Habe ich in letzter Zeit wieder etwas häufiger stecken lassen, ne? Wir haben nichts Tolles. Besucher, bitte anmelden. So, so. Hier irgendwas? Nö. Ich erwarte wirklich mittlerweile immer, dass ich hinter den entlegensten Kisten irgendwas Tolles finde noch. Und ich habe auch immer ein bisschen Angst davor, dass ich irgendwo stecken bleibe. Ja, ich kann also nirgendwo anders hin als jetzt hier rein, ja. Zum Betreten bitte Passwort aussprechen. Ich habe dich gewarnt. Zugang verwehrt. Scheiße. Bitte sprechen Sie deutlich. Automatische Deaktivierung für 60 Sekunden. Ah, er blockiert das stimmengesteuerte Schloss mit seinem Gejaule. Sieh zu, ob du ihm die Kontrolle über das Sicherheitssystem des Gebäudes abjagen kannst. Das Sicherheitsbüro liegt weit über deiner Gehaltsklasse. Wenn du dich partout nützlich machen willst, die Klos müssten dringend geschrubbt werden. Hier sind ein, zwei Aushilfen zu deiner Unterstützung. Toll. Beende Gils Kontrolle über die Sicherheit. Komm schon, bist du tot? Bist du nicht tot? Ich glaube noch nicht, ne? Jetzt aber. Da hängt auch einer. Oh je, oh je, oh je. Auch die sind gefeuert worden. Ist es euch nicht so gut ergangen, ja? Ein Big Daddy und eine Little Sister. Cool.
Es scheint, das Gefängnis war der reinste Segen. Ryan ist tot. Er starb durch die Hand seines eigenen Sohnes. Aber viel interessanter ist der innere Zwang, den man seinem Kind einprogrammiert hat, mit dem Code WDSF. Es... Ich habe dieses Gerät erfunden, Delta! Du fummelst dran rum wie ein verliebter Pavian! Ja, wie ein verliebter Pavian. Kommt wohl hin. Guck mal, ich habe noch mehr Freunde. Ich hole mir einfach noch einen. So. Da macht es auch bald wieder Sinn, sich eine Hiefspritze zu holen. Oh, komme ich hier überhaupt durch? Nee, leider nicht. Sieht nur aus wie ein Stoffvorhang, aber eigentlich ist es ein Stahlbrett. So, komm, wir gucken, nehmen mal das Plasmid da. Komm, Plasmid, komm schon. Oh, bitte. Ich will das Plasmid. Manu. Bitte. Verdammt. Ich fürchte, ich komme da noch hin, ha? Auch das kann ich nicht mitnehmen. Aber das. Wollen wir mal die Kleine holen? Ah, ich habe jetzt zwei Freunde. Die heißen übrigens David und Josh. Josh und David. Okay. Ihr beiden, ihr werdet mir jetzt helfen, gell? So, einmal da. Und einmal hier. Und jetzt werden wir hier noch was Panzerbrechendes nehmen. Kommt doch mal. Oh scheiße, ich glaube, ich werde die beiden gerade selber zerstören, ha? Ich hab nichts mehr. Komm schon. Nett. Mit was wirfst denn du, bitteschön? Ja, komm du mal mit. Komm mal ruhig mit hier, mein Freund. Ich hab hier was. Oh, verdammt. Genau, der hilft mir. Ich bin hier echt ein bisschen doof in der Ecke, was? Danke, mein Freund. Kusshand. Da ist mehr drauf gegangen, als ich vorhatte auszugeben. Aber okay. Hey, Süße. Ja. Brauchst kein weiteres Wort zu sagen. Ich nehme dich einfach mit, okay? Schauen wir mal, was wir für dich tun können. Das war ein Rumbler wieder mal. Hm? Hier ist nichts drin. Da schon. Okay, und jetzt aber, wartet, wenn ich zurückgehe, kann ich endlich hier diese ganzen, die Dinger mitnehmen hier, die, Verbandskästen. Ja, Adam gefunden, ich weiß. Guck mal, hier ist einer. Und dann jetzt noch die beiden hier von der Sekretärin. Und die Eve-Spritze natürlich auch noch. Schön, schön. Also einmal hier reingegriffen und einmal da reingegriffen. Dann habe ich zumindest an dieser Front alles wieder. Wie viele Little Sister muss ich denn hier in dem Bereich überhaupt? 3, schon wieder. Okay, 3 Stück. Das ist doch einiges. In Ordnung. Ich gucke mich erstmal hier weiter um. Achso, die kann ich alle gar nicht mitnehmen. Ich kann nur hier die Leiche abhängen. Wie weit geht das denn hier noch rauf? Ist es nur ein Stock? Nee. Es geht noch viel weiter rauf. Oh, wie schön. Oh, wie schön. Da sind wieder Toiletten. Und ein Automat zum Hacken. Sehr schön. Ja,
gratuliere. Du hast einen Intelligenztest gegen ein Haushaltsgerät gewonnen. Was willst du von mir? Hä? Das ist die zweite Leiche, ja. Ich weiß doch. Sehr schön. Was ist da rausgeflogen? Essen. Na gut. Da kann ich jetzt gerade nichts mit anfangen. Aber mit der Eve-Spritze. Gut, wir haben aber zwei Leichen hier. Ich denke mal, ich werde die Kleine dann auch hier direkt retten. Nehmen wir einfach die ersten beiden, die uns hier tatsächlich jetzt über den Weg laufen. Ich werde ein bisschen was hier, ja, ausstaffieren. Nämlich Nummer 1 hier ein Mini-Geschütz. Verdaut's. Dann hier mal ein paar Fallnieten. Also eine hier vielleicht und dann noch da. Und ja, die Frage ist, ob ich hier wohl... Gute Frage, ne? Ob ich hier wohl Spider-Splicer begegnen werde? Ich habe keine Ahnung. Habe ich noch ein Mini-Geschütz? Ja, eines habe ich noch. Das werde ich einfach mal hier hinpacken. Dann einfach mal zwei Freunde ziehen. Der eine Big Daddy hat sie ja beide getötet. Das wäre Numero Uno. Ist... Wer bist du? Kenneth. Ah, die Namen wiederholen sich. Und der andere heißt... Ich fand ja Gigi noch am besten. Edward. Oh mein Gott, okay. Diese Namen. Naja gut, ist in Ordnung. Ich werde mal normale Kugeln verwenden oder Schrot. Ich denke, ich benutze Schrot. Ah, oder Speere. Ich habe so viele Speere. Machen wir es einfach so. Okay. Und zusätzlich gibt es dann noch... genau. Hier ein paar Tornados. Einer hier. Einer hier dazwischen. Einer hier vorne im Eingang. Vielleicht sogar mehrere. Zwei. Und da auch noch einer. Perfekt. Ich werde die jetzt mal nicht aufladen. So. Ich will nicht noch mehr Geld ausgeben als nötig. So. Wir haben es gefunden. Richtig. Du mach ein bisschen hinne. Rosen und Sonnenschein bedeutet Engel. Adam in den Taschen. Gemein. Das Adam verschwunden. Ich bin gespannt, wie lange die Kleine jetzt braucht. Ah, von da kommt doch was. Hui. Oh, den habe ich wohl angenagelt, wa? Huch, das ist ja nett. Lass dich annageln. So, sehr schön. Du nach oben. Bist du fertig? Ja? Nee, noch nicht. Sie saugt noch. Tada! Ja! Ich hab dich ja nur abge... Scheiße. Das nenne ich mal effektiv... Das war jetzt wirklich effektiv mit den Speeren. Also ich habe schon ein paar Mal versucht, mit den Speeren zu schießen, aber das war nie so effektiv wie jetzt. Ich kann mir das natürlich auch einbilden, aber... Nein, das fand ich schon sehr nett, wie das jetzt hier lief. Okay. Halten wir die Speere vielleicht doch nochmal im Hinterkopf, ja? Ich konnte jetzt auch hier wieder einige nicht mitnehmen. So, das Geschütz ist dahin. Das ist nicht so schlimm. Der hier noch. Irgendeinen habe ich leider hier hinter verschossen. Also, ist... Ach so, wartet, doch, Speere. Da.
Den Speer konnte ich immerhin noch aufheben. Er selber hat eventuell irgendwas hinterlassen, aber ich sehe es da nicht. So, der hat nichts. Und das habe ich alles schon untersucht. Okay, gut. Dann nehmen wir dafür einfach mal diese Speere mit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und der hat nichts mehr. Okay, das war die erste Leiche. Die zweite Leiche, die kommt jetzt direkt hier. Wobei... Ach, schade. Na gut, wenn von hier irgendwas kommt, wird ja dieses Geschütz vielleicht auch schießen, ha? Da haben wir die Klos gehabt, gell? Nee, die Klos waren noch woanders. Wage es nicht, diesen Signalsender anzurühren, Delta. Er ist 10-mal so viel wert wie du. Was passiert denn dann? Scheiße. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Delta. Die Zerstörung von Fontaine-Firmeneigentum kann mit fristloser Kündigung geahndet werden. Oder einfacher ausgedrückt, du bist gefeuert. Gefeuert! Gefeuert! Das ist schön. Oh. Oje, oje. Ein deaktivierter Sicherheitsbot. Ein deaktivierter Sicherheitsbot. Und Kenneth ist noch da. Der andere ist auch noch da. Au! Da, ihr wisst... Nein, das dürft ihr so nicht machen. Ich muss euch abschießen. Tut mir leid. Ich wollte es eigentlich nicht. Ich dachte mir, es wäre doch schön, wenn die hier einfach liegen bleiben. Aber in Ordnung. Hier geblieben. Meine Freunde sind noch da, nein. Au. Keine so gute Idee. Wie viel werden hier jetzt wohl noch kommen? Ist irgendwie seltsam, ne? Mit dem Ton hier. Was ist mit dem Ton los? War das jetzt alles? Ha? Oder schickst du noch irgendwas hinterher? Das war alles. Das war ja keine so tolle Vorstellung hier. Okay, okay. Ich hätte das Ganze hier vielleicht auch mit dem Notschalter... Aber okay. So geht's natürlich auch. Hm. Nach oben gehe ich jetzt nicht. Ich werde jetzt gerne noch mal kurz die Toiletten hier inspizieren. Und ja, super. Da oben laufen sie entlang. Und ja... Dann wohl in der nächsten Folge vermutlich erst. Jetzt kommt hier im Ernst einer vorbei. Really? Ich höre Schritte. Und nicht zu knapp. Oh, shit. Im Ernst. Kann ich von irgendwas von euch Bilder machen? Huch! Die Tür ging sogar auf. Employees only. Oh, oh, das habe ich überhaupt nicht gesehen. Huch. Glück gehabt, würde ich sagen. Na gut. Alles in Ordnung. Ich muss eh erstmal hier rein. Warum kann ich den... Deswegen kann ich den... Ach, das ist ja interessant. Das wusste ich auch noch nicht. So kann ich auch herausbekommen, ob eine Leiche wirklich tot ist oder ob sie sich einfach nur verstellt. Das ist ja cool. Aha. Wunderbar. Und hierfür kann ich Geld ausgeben, oder? Hallo? Ist da jemand drin? Nö, da ist nicht mal ein Klo drin. Na gut. Na gut, das ist wohl ausgemustert worden. Houdini-Splicer. Deswegen konnte ich dich noch fotografieren. Ah, ja, natürlich. Das klappt natürlich nicht bei Splicern, die ich schon zur Gänze erforscht habe, ne? Na, ich wusste es doch.
Ich renn mal schnell zum Botschaft down, wenn möglich. Aua! Es muss ja nicht sein. Es muss ja nicht sein. Botschaft down. So. Was? Habe ich jetzt Adam ausgegeben, um das Ding zu deaktivieren? Nein, nicht im Ernst. Was? Oh Mann. Ich gehe hier noch nicht rein. Cool. Man kann die... Oh, man kann die looten? Nein, wie klasse ist das denn? Oh. Aber... Klatsch. Okay. Ist explodiert. Aber dafür muss man sie wahrscheinlich hier über den Shutdown halt beenden hier. Oh, wie klasse. Fallnieten. Untersuchen. Na, explodiert er jetzt? Nö, anscheinend nicht. Nö, anscheinend nicht. So, ich wollte doch das Ding hier... Ach Mensch. Sehr gut, sehr gut. Ich wollte nur den Verbandskasten. Nur weiter so, du Amateur. Dauert nicht mehr lang, dann hast du's verpfuscht. Ach, wieso denn verpfuscht? Du hast doch gesagt, ich soll's Klo putzen.